Okay. Mann, ey, will immer Alter, aufhören. Ich bin so breit. ich hab Vorfahrt, du Affe. Kommt einer und schneidet mir fast dem Graptor die Füße ab. Mit so einem Rollaffe. Manchmal muss ich aufpassen. Ich habe mich beinahe fast selbst kaputt gelacht. Mein Bein! Es wird von Sandalen angegriffen. Sandalen sind doch für Beine oder Füße halt. Ja. Kennt ihr die Werbung von irgendeinem Schuhgeschäft? Das Werbung von Sandalen macht, die verkaufen Sandalen, die fliegen dann direkt auf euch zu und saugen sich fortwörtlich an eure Füße fest. Hört sich an wie Parasiten. Genau. Timmy, hört ihr mich? Bitte kommen. Ach, ich habe anscheinend keinen Empfang. Ich bin hier, Kommandeur. Ich höre euch. Bin froh, dass ihr die Kristallwüste heil überstanden habt. Ihr seid doch heil, oder? Bis jetzt. Habt ihr den Feuerknecht schon fertig gemacht? Wie ist es gelaufen? Los, sagt schon. Spuckt's aus. Balthasar hat die Wüste ins Chaos gestürzt. Ich versuche, den kürzesten Weg zu ihm zu finden, um... Na, ihr wisst schon. Aber ich glaube, die wichtigste Neuigkeit ist eine Geschichte über einen Drachen. Vlast. Anscheinend ist er ein weiterer Nachkomme von Glint, Orins Bruder. Was? Ich will alles über ihn wissen. Wie groß ist er? Flügelspannweite, Kräfte? Hat er vor euch jemanden aufgefressen? Ich bin ihm noch nicht begegnet, aber ich lasse es euch wissen. Wie stehen die Dinge in Ratanovus? Es ist schwer, die Leute mit Vermutungen zu überzeugen, also versuche ich zu beweisen, dass es nicht ideal ist, Drachen zu töten. Und ich versuche, die gesamten Informationen des Drachenlabors in Schradel reinzukriegen, damit ich beweglicher bin. Im Labor geht es zu wie im Irrenhaus. Die veranstalten da jetzt Führungen. Führungen! Igitt! Wo ich gerade davon spreche, da kommt so ein Trupp. Meldet euch später wieder, wenn ihr könnt. Eine Hand wäscht die andere. Kommandeur, indem ihr eine feindliche Übernahme verhindert habt, habt ihr euch meinen Dank verdient. Im Gegenzug bin ich an eine Information gekommen, die ihr wertvoll finden werdet. Ich habe eure Gildenkameraden herbeigerufen. Die wissen bereits Bescheid und sind da. Euch in meinem Casino zu treffen, damit ihr alle hören könnt, was ich in Erfahrung gebracht habe. Zalambur möchte mich im Casino treffen. Ja, da nehmt erst mal am Rennteil, das fängt euch an hier, wenn ihr es auch machen wollt. Negativ. Ach, das Rennen, oder was? Ja. Oder? Ja, fliege ich mal hin. Noch 1 Minute und 10 Sekunden. Ladezone, du darfst zu Ende laden. Der Rechner ist schnell genug. Mario, wie bist du da jetzt oben raufgekommen? Das war knapp. Wo oben? Das war, wo du, was du erfragt hattest. Hier, da, das. Nee, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das, da musst du diese dritte Fähigkeit haben. Die habe ich noch nicht. Mario, hast du kurz davor. Mario, hast du irgendwie was eingegeben, dass das Viech sich legt? Meins ist übrigens größer als deins. Macht automatisch. Also macht automatisch. Cool, mein Raptor ist größer als deiner. Geil. Ist größer? Ihr werdet ja alle meinen Staub fressen. Ist doch eindeutig größer. Ich finde das witzig, wenn der Skrit auf den Schweinen und damit bei dem Rennen mitmacht. Es ist meiner größer. Kannst du mal bitte aus meinem Charakter gehen? Das sieht merkwürdig aus. Na gut, ist doch gleich groß. Fünf. Minuten. Vier, drei. Zwei. Eins. So. Renn! Okay. Shit. Kurve. Sind die verrückt?
Hui. Hier muss man ja aufpassen, ey. Hier gibt's ja... Ah! Achtung, das sind, ey, das sind doch diese Dinger aus Final Fantasy. Nee, hier stimmt gar nicht, aus Digimon. In Miniaturform. Wie hieß denn das Ding? Keine Ahnung, wie das hieß. Au. Ah, da steht was für eine Strecke das ist. Eine ganz schön große. Boah, der Dreck hat er mir hochgekommen. Ja, deswegen bin ich ausgewichen. Ich hatte euch in Stücke. Ja, dich. Schön. Du sag. Yeah, ich bin im Vorsprung. Macht neben euch noch jemand das oder nur ihr beide? Scheint nur ihr beide zu sein. Beide, glaube ich. Boah. Boah, das war knapp. Ich hätte fast den Sprung nicht gekriegt. Das ist eine gemütliche Reitfahrt hier. Gespannt, wer eingeblendet wird. Groß auf der Karte, ich. Das wäre lustig. Aber die anderen Leute, die eingeblendet worden sind, waren immer scheißegal und doof und interessiert doch keinen. Und... Genau. Da ist die Ziellinie. Bam. Yeah. Ich hab gewonnen. Cool, sehr schön. Sieg! Ich war gar nicht so weit hinterher, obwohl ich glaube. Nee, du warst echt nicht. Cool, du bist auch eingeblendet. Oh, ich krieg sogar Feuerwerk. Ey, schießt nicht direkt auf mich, ihr Säcke. Hartes Rennen. Nächstes Mal. Wir waren echt die Einzigen. War lustig. Also bei mir wohl eher noch nicht eingeblendet. Bei mir auch nicht. Anscheinend muss man wohl dann bei dem Rennen mitmachen. Eigentlich nicht, weil ich habe mal irgendeinen anderen gesehen. Meinte ich auch. Warum sieht man das eigentlich immer? Ich glaube, muss das im Rennen noch zu Ende sein, weil es läuft noch 50 Sekunden. Nee, eigentlich in dem Moment, wenn die über der Ziellinie wird es eingeblendet. Okay. Naja, vielleicht wurde es ja ausgeteilt. Nur nicht an jeden. Das hat sich gelohnt. Oder die haben es ausgenommen, weil das Spieler nervte. Gucken, was man dafür bekommt. Wenn überhaupt irgendwas. Von allen Seiten kommen Berichte über Kreativität. Oder es ist eine Mindestspieleranzahl oder sowas, kann ich mir auch vorstellen, dass das erst eingeblendet wird ab 10 Spielern, weil sonst jeder Hans und Franz, der auch nichts drauf hat, da eventuell eingeblendet wird. Klar, wenn das keiner macht, ne, dann gegen die NPCs gewinnst du immer. Aber normalerweise wird es auch dann eingeblendet. Und ihr kriegt da aus der Truhe auch irgendwas, wenn ihr den ersten Platz macht für irgendeinen Sammelerfolg, den ihr hier mit den einzelnen Klassen ablegt. Eine Trophäe. Boah, die Trophäe ist 50 Silberstücke wert. Bei mir auch. So, mir fehlen noch drei Sehenswürdigkeiten. Oh.
Oh nein. Da bin ich durch. Und ich habe irgendwas, was ein Gold ist, gefunden. Und noch eine Schatzkarte habe ich gerade. Warte mal, die füllt mich zu irgendwas. Bringt eure Ware in Sicherheit. Die Choya trampeln alles nieder. Wildgewordene Choya! Ja, ja, ist ja nicht so. Das sind doch nur irgendwelche Viecher. Oh, schrei doch nicht so! Versteckt euch selbst! Mach das mal selbst weg. Ich habe keine Zeit für sowas. Ist hier drin noch eine Sehenswürdigkeit in dem hinten, in dem Block da hinten? Hä? Führt es mich da rein? Was, wo bist du? Ja. Da waren wir noch nicht. Da kommen wir aber auch erst irgendwie dahin? Wieder hin. Okay, sind da Sehenswürdigkeiten drin? Nein. Keine Ahnung. Nee, kann gar nicht sein. Ich hab nur noch die, die ich angezeigt habe. Also einer da. Hier mal Kristall aufstehen. Moment, was? Ich muss einmal irgendwo hin, wo ich nicht sterbe. Also ich hab nur noch die beiden hier. Vollbremsung? Den einen kann ich mir anscheinend holen, aber der andere da muss ich ja die Fähigkeit für haben. So. Also der da fehlt mir. Und mehr sehe ich gerade nicht. Ja, mir fehlt auch nur der und der. Ja, den da unten kriegst du. Ja, genau. Aber mir fehlen noch zwei weitere. Hast du den? Oh, shit, warte. Wo fühlt mich das denn hin, bitte? Den habe ich ja. Hast du den hier? Ja. Hast du den hier? Ja, bestimmt. Ja. Den hast du. Ja. Mal zu direkt da drauf. Den im See hast du bestimmt. Den habe ich auch, ja. Den hast du. Den hast du. Den auf der Insel? Auf dem See? Stimmt, den hier, ne? Den habe ich auch, ja. Oh, da ist noch ein Mastery Point. Den muss ich mal nochmal holen. Was mache ich jetzt? Mastery Point. Was ist das denn für ein Name? Ah, ich habe einen. Beherrschung. Der da fehlt mir. Welcher? Mittendrin. Achso. In der Wüste, ja. Ach, da hinten, da ist der Kreis. Da und dann geradeaus und rechts. Dann kann ich es mir doch einfach machen, warum mache ich das denn so kompliziert? Aber dann fehlt mir noch einer, den ich auch mal wieder nicht finde. Aber wenn du alles aufgedeckt hast, dann sollte der ja eigentlich angezeigt werden, wenn du da drüber gehst, dann. Ja. Theoretisch schon. Also den einen bei der Kuppel, der ist klar, der fehlt, den kriege ich so auch nicht. Hat so ein Raptor nicht eigentlich so Taschenlampenaugen? Das wäre cool. So, jetzt fehlen mir noch zwei. Erstmal wieder in eine Position, wo ich ganz entspannt gucken kann. Greifen mich schon wieder irgendwelches Gesocks an von der Seite. So. Hast du den? Ja. Deswegen, also ich habe das hier hinten nicht aufgedeckt, deswegen war die Frage, ob da was drin ist, aber... Das ist nur bei der Wegmarke, aber den müsstest du ja haben. Den da habe ich, ja. Und den da habe ich. Nein, zang! Den hat er? Schmerz für Schmerz! Da, wenn da ein ist, den habe ich nicht. Dann fehlt dir der. Ey, nicht angreifen hier. Gut. Flinch? Flinch. Komm ich denn da jetzt so geschickt? Toll. Soll ich da an jetzt hinkommen? Diese Leiter da oder diese Treppe da hoch. Müll. Handelsverträge, das ist gut. Hä? Achso, die sind schon ausgepackt worden. Ein Saphirkristall, okay, schön. Kann das ist eine Höhle, wo so Bahnschienen reinführen. Ja. Naja, das war ein bisschen. Die Bahnschienen kommen mir noch bekannt vor, da war ich schon mal, aber. Sehr gut, das können wir wieder zurück. Ich habe keine Höhle gesehen. Ich habe einen Schatz gefunden. Ja, Höhle habe ich. Und über die Höhle geht es auch nachher unten zu dem Beherrscherpunkt. Da musst du dann nicht die Wände da hochspringen. Und in der Höhle kriegst du volles Fett aufs, volles Pfund aufs Maul. Ja. Nö, nicht wenn man da einmal ganz kurz durchreitet, um sich den Punkt zu sichern.
Also mit anderen Worten, wenn man es drauf hat, dann nicht. Alter Schwede, dieser arme Raptor, der musste bei mir schon leiden, ne? Ja, du hast ja auch keinen Sinn für Tiere, du bist nur ein Stück Holz. Vor der Stadt. Ja, klar. Sandsturm. Du kriegst uns wahrscheinlich nicht an den Beherrscherpunkt beim Treibsand, oder? Danke. Bitte. Was ist der Beherrscherpunkt? Den Beherrscherpunkt am Treibsand, da kriegst du uns wahrscheinlich nicht irgendwie hochgeschummelt, oder? Da ist ein Beherrscherpunkt? Achso, da meinst du. Ja, dann hätte ich den gerne. Moment, dann bewege ich mich da mal hin. Wie? Ja, Moment. Ja, da will ich da ja auch hin. Ich auch. Das Coole ist, ich werde sogar rechtzeitig da sein, weil ich bin nur einen Meter von hinter Grauen. Und die Steuerung von dem scheiß Raptor habe ich bis heute noch nicht gescheit drauf, von daher... Du, ich bin jetzt Pro da drin, ich weiß jetzt, wie man den steuert. Ich hänge immer irgendwo hinter irgendwelchen Vorsprüngen oder so fest. Lauf ich eigentlich in die richtige Richtung? Ja. Steuer mit rechter Maustaste ist einfacher. Ich weiß, mit Q und E geht auch, aber dann hängst du wirklich überall fest. Das Problem ist ja, ich spiele ja nicht mit Maus. Ich spiele ja nur mit Tastatur, weil ich keine Maus habe und deswegen hänge ich überall fest. Ich spiele das mit WASD. Ich spiele das mit Controller. Mit Q und E wäre mir das viel zu kompliziert. Mit Controller wäre ich lustig, glaube ich. Ich glaube, dann würde ich durchdrehen. Ich habe das ehrlich gesagt bei mir auf dem Nummernblock liegen. Ich spiele mit 4, 5 und 6 und so weiter. Grauen, das dauert ein bisschen, bis ich in, ich bin 20 Meter hinter dir. So, ich bin beim Treibsand. Oh, da ist noch einer beim Treibsand. Och Mann, fickt euch. Sehr gut. Okay. Ich glaube, hier kommt man mit dem Raptor auf den Felsen rauf, meine ich. Er ist da. Ha! Cool. Mein Reden. Na, ja, du musst noch deine Spitzhacken kaputt machen, ne? Die 2000, die du gekauft hast. Ja. ich würde dir welche abkaufen, weil ich habe keine mehr. Geht nicht, sind da schon gebunden. Ach ja, ach, scheiße. Seelen gebunden. So, vor der Stadt. Ich längst wieder verkauft. Hättest mir trotzdem das Geld aus der Tasche ziehen sollen. Und so, bist du so blöd, die zu benutzen? Okay. Mist, und wie komme ich jetzt wieder zurück? Sterben. Was, ich bin unter der Erde. Sterben ist keine Option. Ich war gerade unter der Erde gespawnt. Mit einem Reittier. Ja, das ist mit dem Aufbauen schon öfters mal. Oh. Den Bug haben sie seit Anfang an drin, seitdem es die Mauern gibt. Und noch bei Elder Scrolls Online gibt es auch so einen lustigen Bug. Wenn man es schafft, irgendwie, dass das Reittier und der Charakter irgendwie im Sprung oder im Fall aufgesetzt wird, dann läuft man auf dem Reittier und reitet trotzdem in der Geschwindigkeit. Das sieht so lustig aus. Also du läufst quasi auf der Stelle auf dem Reittier. Ich hatte mit dem Hasen hier mal, da bin ich hochgesprungen und du hast ja mit dem Hasen auch, genauso wie mit diesem Raptor, dass du dann irgendwann höher springen kannst, wenn du den gelevelt hast.
Und da war da auch ein Bug drin, dass er hochgesprungen ist. Und wenn ich dann nach vorne gegangen bin, dann ist er wie beim Gleiten ganz langsam nach vorne abgesunken. Da konnte man Riesensprünge dann in dem Moment mitmachen. Glaube ich. Das war echt praktisch. Da konnte man jedes Panorama und alles, was man irgendwo oben brauchte, super mitholen. Dass die Leute hier keine Angst vor den Raptoren haben. Dass sie nicht irgendwie gefressen werden oder wie auch immer. Laut dem Herzchen fressen die ja nur diese Käfer. Mhm. Ja, aber ist das gesichert? Wer ja, sagt ich weiß denn, nicht, dass... wenn du so ein Rollkäfer bist, ob sie dich dann mit dem Käfer fressen? Wer sagt denn, dass die, Scheiße, ist es oben. Dass die Raptoren nicht auch Menschen fressen? Da ist doch schon wieder jemand mit seinem Raptor über Nein, diese Dach großen, nicht nur Taschenraptoren. Und vermutlich versucht, von unserem Dach auf andere zu springen. Da beschwert sich hier gerade einer, dass ich mit dem Raptor auf dem Dach rumrenne. Möglich auch. So. Die Krallen machen ja alles kaputt. Ja, das ist ja wie bei Assassin's Creed, wo die sich auch immer beschweren, wenn man auf dem Dach rumrennt. Was machst du hier? Was machst du hier? Der Massenreproduktionsbug, den ich hatte. Sehr Muss schön. Es da nicht eine Strafe für geben? Der ist doch lebensmüde oder was sagen die immer? Ja, so ungefähr. Der bricht dir noch den Hals.